War auch gut mit Prototopia befreundet, dann kam der Ukraine-Krieg. Der Typ ist komplett ausgetickt. Ja, also der glaubt. Er ist komplett ausgedeckt. Er hat einfach so Frieden gefordert. Einfach eine andere Position. Warum? Jetzt, warum macht er das? Ja. Die EU möchte uns mit Digitalgeld versklaven. Sie- du bist doch Mod bei Prototopia. Wann hat Prototopia das jemals über die EU oder Digitalgeld gesagt? Ich weiß es nicht. Also er hat vielleicht einmal etwas in einem Nebensatz erwähnt. Ja, es ist halt, er sieht Dinge halt eben gerne aus einer strukturellen Sicht, beziehungsweise er macht sich halt Gedanken, wodurch etwas bedingt sein könnte. Und das ist natürlich dann für einen Dara, der seine Positionen immer spontan zusammensetzt, unverständlich, beziehungsweise das gilt halt einfach als Schwurbel, ja, weil das ist für ihn einfach zu weit. Also er braucht es lieber etwas handlicher, ja, und vor allen Dingen eben spontan. Ja, also er hat kein Fundament, sondern er setzt seine Positionen eher spontan zusammen. Aber das wird man, glaube ich, auch noch merken. Sieht hinter allem eine große Verschwörung, sieht hinter Veganismus eine Verschwörung, dass das von den Konzernen gepusht wird. Und ihr könnt immer davon ausgehen, wenn irgendwie ein Konzern etwas pusht, dann ist er der Meinung, irgendwie ist da ein finsterer Plan dahinter und man sollte das halt ablehnen. Das heißt, wenn dort irgendwie LGBTQ-Rechte oder queere Rechte von Konzernen gepusht werden, ja, dann muss man erstmal dagegen sein. Auch wenn er, und das glaube ich ihm auch, der Meinung ist, queere Menschen sollten ihre Rechte haben. Wenn halt ein Konzern das pusht, dann ist er halt einfach sehr, sehr skeptisch. Und naja, hat sich dann eben auch mit der sogenannten Honigwabe, was so Neonazi-Strukturen im Internet. Honigwabe, Neonazi-Strukturen. Also ich habe einige Folgen der Honigwabe gesehen. Ich habe weder davon gehört, dass sie Lebensraum im Osten erobern wollen, noch davon, dass sie ein Viertes Reich gründen wollen, noch davon, dass sie hier eine Führerdiktatur einführen wollen. Also ich wäre mit solchen Zuschreibungen ehrlich gesagt sehr vorsichtig. Um nicht zu sagen, daran liegt hier schon wieder. Also das ist ein nationalkonservativer Podcast, den kann man jetzt so sehen, wie man will, aber Neonazis sind das definitiv nicht. Ich glaube, er hat Glück, dass die nicht so gerne Leute verklagen, also dass die selber eher libertär unterwegs sind, weil sowas, also jemanden Neonazi zu nennen, ist schon ein ziemlich heftiger Vorwurf, finde ich. Ja. Verbündet gegen die Woken. War mal fest davon überzeugt, wenn man mit den Nazis einfach mal... Stimmt, Dara hat ja auch mal angekündigt, dass Prototopia in einem halben Jahr den Holocaust leugnen würde in seinem Stream. Mhm. Ein Jahr später ist das seltsamerweise immer noch nicht passiert. Hast du als Dara sich über quasi live neue Lügen ausdenken würde. Ja, eben, es war spontan in dem Moment, als er das gesagt hat, da hat das halt irgendwie rhetorisch gut geschmeckt. Das war etwas, wo man sich gedacht hat, ja, das geht doch fein von der Zunge und das klingt doch gut. Damit kann ich jetzt in diesem Moment eine gewisse Wirkung erzeugen und irgendwie die Leute so zum Erstaunen bringen. Aber natürlich, wenn man dem Ganzen nachgeht, wenn man sich das merkt und dann das nachverfolgt, merkt man einfach, hey, das ergibt nicht viel Sinn, Dara. Warum machst du sowas? Nett spricht, dann kann man die alle zumindest vom Antikapitalismus überzeugen. Aber das Ding ist halt, er selbst vertritt halt einen Antikapitalismus, der nicht so wirklich ganz vernünftig ist und nicht so ganz durchdacht ist, weil du hast praktisch einfach nur die Gruppe der Kapitalistin. Nur Dara hat einen vernünftigen und durchdachten Antikapitalismus. Andere Leute können es nicht einmal. Haben. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, aber Dara hat letztens sich dafür ausgesprochen, dass ja nicht alles am Kapitalismus schlecht ist. Also das heißt, er hat eigentlich seine ursprüngliche Position aufgegeben. Also er ist eigentlich mehr so, er wandert mehr zu dir, also so in die Sozialdemokratie. Er ist nicht mehr der Radikale. Ich meine, er hat ja solche Forderungen auch schon unterstützt, aber wehe, solche Forderungen gehen an die Interessen der NATO ran. Also wenn man sagt, die Löhne in Deutschland sollen rauf, dann okay, dann geht das noch. Aber wenn man sagt, die Sanktionen gegen Russland, die sollen gestrichen werden, damit die Preise für die Mehrheit der Bevölkerung endlich sinken, dann geht das auf keinen Fall. Dann ist das, was die NATO gerade sagt, eben höher zu gewichten.
Ja, es, ich glaube, er braucht einfach, er hätte gerne queere Generäle. Und so, dann würde er das wirklich, würde er das besser finden. Woke und wehrhaft. Ja. Und wenn du die besiegen würdest, dann lösen sich halt alle Probleme der Gesellschaft und überall sieht er immer die Kapitalisten am Werk. Und natürlich gibt es Kapitalisten in unserer Gesellschaft, natürlich haben die sehr viel Einfluss auf die Politik. Die sind aber nicht allmächtig. Wir haben verschiedene Kapitalisten mit verschiedenen Einstellungen. Wir haben auch verschiedene Kapitalistengruppen, die gegeneinander in Konkurrenz sind oder gegeneinander sozusagen versuchen vorzugehen. Wir haben verschiedene Länder mit verschiedenen kapitalistischen Eliten. Wir haben auch das Volk, das manchmal auf der Seite der Kapitalisten steht und die kannst du mit den besten Argumenten über Antikapitalismus zuballern. Ja, das Volk, oh, das ist ja ganz komisches Sprechen. Nein, natürlich nicht. Also, das ist, also wenn andere Leute das Volk sagen würden, dann würde Dara der jetzt schon anfangen, die als Nationalisten zu bezeichnen, wahrscheinlich. Mhm. Die wollen trotzdem nichts davon wissen und wollen trotzdem ihre Kapitalisten abfeiern und denen alles geben, was sie wollen. Und es ist auch nicht so, dass jedes Problem oder alles, was in der Gesellschaft schiefläuft, eben durch die verursacht wurde. Und sie sind nicht immer allmächtig, sie sind auch nicht immer böse. Die Welt ist nun mal einfach sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr chaotisch. Und das muss man eben akzeptieren. Und leider ist es dann so, dass manche Menschen das nicht können. Sie können nicht. Es gibt ihnen einfach zu viel Unsicherheit. Es sorgt dafür, dass sie nicht klarkommen. Sie wollen ein einfaches Weltbild. Sie wollen irgendwie ein einfaches Freund-Feind-Modell. Und damit kommen sie dann eben durchs Leben. Sie wollen ein einfaches Freund-Feind-Modell. Also die Wokies, die, die wollen kein einfaches Freund-Feind-Bild. Die haben ein viel komplexeres Weltbild.